Wegen der umstrittenen Verleihung des St.-Georg-Ordens an den ägyptischen Präsidenten al-Sisi Ende Januar gibt es immer mehr Absagen für den Semper-Opernball am 7. Februar. Nachdem Tagesschausprecherin Judith Rakers und Marael Höppner bereits von der Moderation der Veranstaltung Abstand genommen hatten, haben auch SAP-Gründer Dietmar Hopp und der Präsident des FC Bayern München Uli Hoeneß abgesagt. Die Ehrung von al-Sisi, der nach einem Militärputsch an die Macht kam und mit harter Hand gegen Oppositionelle und Kritiker vorgeht, hatte vielfach Empörung und Protest ausgelöst. Auch Partner wie MDR und SZ distanzierten sich. Der künstlerische Leiter des Semper-Opernballs, Hans-Joachim Frey, hatte sich öffentlich für die Vergabe entschuldigt.